Scheiße. Ja, da sind wir wieder. Ich muss sagen, ich finde, dass der Beat immer ein Kopfnicker-Beat ist, wenn er läuft. Ja, wird immer besser. So. Ich muss immer mein Getränk aufmachen. Was hast du da? Was hast du denn? Wehe. Ah, okay. Oh, ich hatte gerade Angst, dass du eine Dose trinkst. Da wäre ich todesneidisch gewesen. Warte. Nee, ich möchte in. Jetzt trinkst du aber eine Dose, oder wie? Nein, so eine. Ist auch das Prost. Sugar-Free ganz brav. Prost. Ja. Wir trinken Prost, ja. Kein Alkohol heute? Nee, warte. Ich. Prost. Mm. Ah. Wie hat das denn bei dir geklappt? Hast du dir eigentlich noch richtig einen reingesoffen, als du gesagt hast, oh, ich habe ja schon so lange keinen. Also, Monat ist bald vorbei, jetzt kann ich halt wieder saufen? Ich habe jetzt. Nee, letztes Wochenende habe ich aber auch nur. Irgendwie war nicht so richtig die Stimmung irgendwie. Ich habe dich angeschrieben wegen der Weinempfehlung. Ja. Coole Geschichte dazu, muss ich übrigens erzählen. Ich hatte irgendwie so die Idee, ach, probier's das mal. Ja, neues Jahr, neuer Alkohol, probier's. Ich habe es ja mal vor ein paar Jahren probiert mit Wein und da bin ich nicht so richtig rangekommen. Da weiß ich noch ganz genau, war so eine Geschichte in Straßburg auf dem Weihnachtsmarkt. Genau. Mhm. Ich und ein Kumpel da rumgeschossen und er wollte unbedingt Wein trinken. Und dann sind wir in so einen Weinladen, so richtig teurer, edler Weinladen. Ja, wieder drin und der dann, ja, hier irgendwas hier, was so, ja, und der dann so, ja, hier, die sind ja schön kühl, und hat uns so beraten, ach, hat er gesagt, rupp die Flasche auf zu dem Typen da. Ja, Schlammer von sich. Schon der ganz komisch geguckt, wie er die Flasche da 40 Euro gekostet. Wir raus, das Ding leer in den Hals. Geil, ja, ey, so macht man das mit teurem Wein. Ja, genau so. So machen wir das, ja, und ich weiß nicht, jedenfalls war ein totaler Absturz der Tag nachher irgendwie. Kann ich gar nicht. Und dann war erstmal wieder bei mir vorbei mit Wein. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, Mensch, probier's einfach mal wieder. Efraim trinkt immer, lass mir mal was beraten, hat er mir da in, ja, sag ich mal, ja, was soll ich sagen? Hast du den denn auch gefunden, oder? Ja, das Problem war bei uns, im Edeka hatten sie nur den weißen plus diesen Rosé oder was das ist, aber nicht den roten. Ich dachte, scheiße, ich den. Ja. Hast du den Rosé wenigstens genommen, weil der geht auch klar? Nee. Achso, nee, habe ich nicht. Ich will jetzt den roten, den Efraim mir gesagt hat. So, also, was machst du schnell bei Amazon geguckt? War Freitag, war das? Aha. Ich will es den Samstag trinken. Gut, hier, wenn du bestellst, ist ja Freitag da. Mhm. Passt. Bestellt. Ich hier Samstag war ja hier gewesen, weil ich noch was gemacht habe. Stand so und dann sehe ich schon Hermes. Ich dachte, oh, wieso? Sonst kommt er immer mit Amazon liefert. Wieso kommt denn jetzt mit Hermes? Ja. Ich, naja, egal, kein Problem. Auf einmal kriege ich eine Nachricht auf dem Handy. Adresse nicht auffindbar. Melden Sie sich. Ich dachte, wie jetzt? Ich dachte, was ist denn das? Ja, tja. Natürlich, tja. Ja, hast du natürlich Heiko nicht bekommen. Bestellt. Nee, Heiko hat neu bestellt. Ja, schade. Aber weißt du was, vielleicht kriegen wir das ja hin. Ich weiß nicht, wann du den trinkst. Am Wochenende wahrscheinlich erst wieder, oder? So wie es aussieht, ja. Ich weiß nicht, ich bin Freitag, Samstag unterwegs, aber ich hätte ja schon fast Bock, den mit dir live zu verkosten, so eine Live-Wein-Session. Na, mal gucken. Mal gucken, wer schon mit doll. Das wäre schon toll. Ja, oh Mann, ist ja. Ja. Sind wir abgeschweift. Ne, wieso? Ist doch. Wir sind ich bin nämlich noch relativ stabil dabei. Ich bin noch relativ stabil am Ball. So. Ich habe einmal Alkohol getrunken. Letztes Wochenende. Da war aber auch Rambazamba. Aber das war halt, da war unausweichlich. Das war mir klar, dass da nicht. Also, das war mir klar. Aber trotzdem. Jetzt, die letzte Woche waren sehr viele Geburtstage, da waren 4 Geburtstagsfeiern in einer Woche. Okay, das ist natürlich. Das war echt übel, aber einfach eher primär wegen der Essenssituation, aber auch das ging relativ gut klar. Ja, und jetzt ist wieder erstmal so ein bisschen gesund angesagt, sag ich mal, ne? Aber ich motiviert. Bei mir war ja jetzt Wochenende, ich habe den Samstag ein bisschen Bock hatte, ich habe bis wie so eine Büchse getrunken. Ja. Aber dann war auch irgendwie, so richtig hatte ich dann irgendwie, weiß ich auch nicht. Und jetzt war ja eigentlich für diesen Sonntag geplant. Fett. Mhm. Saufen ohne Ende, weil Super Bowl. Ja. Ja, und da haben wir eigentlich meist immer beim Kumpel gefeiert, in den Partyraum. Außer letztes Jahr schon nicht, da ist ja wegen Corona irgendwie ausgefallen. Und dieses Jahr schon gefreut, schon hier in wegen Essen, was wir machen, ja. Und gestern sagt er ab.
weil die haben Corona, gekriegt alle. Haben sie? Oh, crazy. Ja, ich, na toll. Hat sich das irgendwie da mal gucken, ob wir jetzt noch kurzfristig was anderes irgendwie auf die Beine gestellt kriegen, aber sieht wirklich sehr schlecht aus. Ich bin sehr traurig. Also ich habe echt immer noch keinen, das ist echt, ich bin ja noch immer Corona-frei, muss man ja dazu sagen. Ja, ich auch. Ich hatte ja, aber das ist ja eh nicht echt. Nein, Schatz. Quatsch. Nein, aber das Ding ist, ich wollte mal gucken, ich habe kurz gewartet, wie dein Blick jetzt gleich ist, wenn ich das so. Ich weiß, war schon, Zimmy war schon deine so. Meinung. Ja, nein, aber ich bin echt, das ist krass. Also ich merke halt so in meinem Umfeld alles und ich bin immer so, ich habe das Gefühl, so, als würde ich mich immer so ducken, weißt du? Da fliegen so Coronaviren und ich immer so, ui, ui. Ich habe keine Ahnung, ich krieg's nicht. Oder, aber es gibt ja wohl auch Menschen, ich habe das aber noch nicht so ganz gecheckt, ich habe mich damit auch nicht weiter befasst, aber es gibt ja wohl Menschen, die halt wirklich krass immun einfach dagegen sein sollen. Ja, kann ich, also ich habe es jetzt auch noch nicht, die meisten in meinem Umfeld, die so kriegen, sind meistens aber dann immer durch die Kindergärten irgendwie. Ja, ja. Die aber vielleicht bin ich halt ein Superheld, also vielleicht bin ich wirklich der Anti-Corona-Boy, der ich hatte ja auch noch wäre geil. Wäre cool. Ja, was haben wir denn noch? Ja. Warte mal, was haben wir denn hier noch alles erlebt? Gibt es sonst irgendwas? Wir haben uns auch echt erst, wir haben, bis auf die Weingeschichte haben wir gar nicht miteinander gequatscht, ne? Nicht groß, nee, kurz mal irgendwie, ja, aber sonst war jetzt, ja, war wieder viel los. Doch, wir haben aber in der, oh Mann, Alter, meine Nase nervt mich gerade so unfassbar, ich habe hier Barthaare. Wegen des Sadness hatten wir uns nochmal kurz gelassen. Barthaare, die nach oben in die Nasenlöcher immer reinkitzeln. Ist ja ekelhaft. Oh, die jucken so, die kitzeln so vor allem. Ja, wir haben in der Gruppe bei uns, in unserer privaten Filmgruppe, haben wir ja kurz gequatscht, wegen, ja, auch wegen The Sadness, aber auch wegen deinem Unboxing für das Steelbook von Dying Light, was so gut läuft. Was ist denn überhaupt? Die Tesla ja auch noch. Ja, aber das Unboxing läuft gut, sehe ich auch. Ich habe es jetzt letzten Sommer kurz, ich so, boah, bist jetzt bei 5K noch was, ne? Sogar auch schon drüber. Glaub, echt? Oder? Warst du nicht bei 5? Du hast die 5, glaube ich, geknackt. Naja, jedenfalls ist es irgendwie merkwürdig. Ich hatte ja damals mal immer viele Videospielsachen gemacht und die liefen dann ja ins YouTube. Immer war das dann irgendwie alles, nö. Ja, nicht mehr. Da habe ich mir auch weniger geholt, sowieso allgemein. Und jetzt war ich sehr überrascht mit diesem Steelbook. Weil sonst hast du ja beim Film-Steelbook hast du ja mal, weiß ich nicht, zwischen 500 und 1000, ja. Ja, ja. Nee, 4,5 hat das bei mir hier. Ah, okay, dann never mind. Dann wollte ich dich nicht so schlucken. Doch keine 5. Ach, schade. Aber das ist, glaube ich, manchmal so, wenn man aus seinem Muster rausbricht. Ich habe auch mal, ich habe mich da ja schon ein bisschen länger mal auch mal mit befasst, wegen Algorithmus und Co. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass YouTube dann automatisch dich ein bisschen pusht, wenn du eine ganz neue Zielgruppe quasi hast. Also wenn sonst immer irgendwie der typische Joachim sich deine Videos anguckt und der sieht ja immer, also er kann ja genau sehen, welche Altersgruppe, wann und wie und wo. Und wenn du auf einmal siehst, oh, okay, auf einmal gucken bei Zimmy die 16-jährigen Mädels oder so oder die 38-jährige Juttas, dann sagt er vielleicht mal so der Algorithmus, okay, wir pushen das. Und das würde ja passen. Also als ich zum Beispiel mein Pokémon-Video da einmal hochgeladen habe, war auch auf einmal relativ schnell und relativ, also es war eine ganz andere Zielgruppe ja natürlich auch und das war so aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Da blickt wie ist denn das Spiel eigentlich? Ist Dying Light geil? Ach, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Es ist so, gegenüber dem, ich fand ja den Vorgänger, den ersten, weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Den habe ich ja sehr lange gespielt, der war sehr cool, war auch damals so, das erste Mal so einzigartig so ein bisschen, war auch glaube ich damals auch PlayStation 4, das ist eins mit der ersten Spiele, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das habe ich eigentlich sehr, sehr gerne gespielt. Und jetzt hier ist irgendwie, naja, so okay, und man merkt so, dass du da wirklich so seit 7 Jahren an der Entwicklung sind, ist so ein bisschen die Grafik, haut ihn jetzt nicht so um. Ja, das habe ich schon mehrfach jetzt gehört. Ja, und dann so irgendwie, hast du jetzt ja keine Schusswaffen mehr, irgendwie habe ich gehört. Und irgendwie so, naja, tümpelt es so ein bisschen vor sich hin, so, ich weiß auch nicht so. Also, ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, vielleicht, weiß nicht, 5 Stunden oder so, also so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, aber bis jetzt so richtig vom Hocker haut es mir jetzt irgendwie nicht. Oh. Ja, das hört sich nicht gut an, weil ich hätte tatsächlich Bock gehabt, mir das zu kaufen. Das hört, irgendwie habe ich so gedacht, das sieht ganz geil aus. Allerdings bin ich dann auch froh, dass ich es mir nicht gekauft habe, weil als ich dann nach Hause gekommen bin, lag Uncharted in meinem Briefkasten und das zocke ich halt gerade. Ja, da reizt es mich ja auch noch. Also das ist eigentlich auch noch. Aber ich habe ja letztes Mal schon die Box dafür einen Vierer hatte ich auch schon noch geholt. Aber das Ding ist, muss ich sagen, bei Uncharted, was mich extrem nervt, ist, ich finde das Spiel total geil, die Grafik sieht richtig gut aus und so. Also es ist das erste Mal, dass ich Uncharted ja spiele. Ich habe das ja nie gespielt, ne? Welchen hast du angefangen? Ja, jetzt, ich habe mit Legacy of the Thieves, da habe ich gestartet. Wie wandelt? Ja, das ist das Neue. Oder, nee, Remastered. Das vierte. Das vierte, keine Ahnung, das da. Da sind da nicht alle, da sind da nicht alle drauf? Nee, da ist nur
Enthält die Einzelspielkampagnen für Uncharted 4, ach guck mal, Uncharted 4 und Uncharted The Lost Legacy. Keine Ahnung, welches Lost Legacy ist. Aber Long Story. Das war diese Add-on, was da nochmal rauskam, wo du die Weiber spielst. Ah, ja, guck an. Ja, Long Story Short, ist es das erste Uncharted, was ich gespielt habe, weil ich habe halt noch nie Uncharted gespielt gehabt. Finde das ganz cool, aber was mich extremst nervt, sind die Videosequenzen. Oh, so viel Videosequenzen. Also, das sieht gut aus. Weißt du, das ist auch richtig cool so von den. Aber so viele Videosequenzen. Ich habe am Anfang habe ich 2 Stunden gespielt, bis das Tutorial durch war. Und davon waren halt wirklich die Hälfte Videos. Spielst du ihn noch als Kind da schon noch oder war das ein anderer Teil? Genau, du spielst sie als Kind. Ach so. Und dann spielst du in einer Situation, musst du ja noch Crash Bandicoot sogar spielen. Ja, stimmt, genau. Und dann weiß ich so, oh, ernsthaft jetzt, witzige Idee, aber. Und ja, das ist halt so. Ich habe am Ende war es dann echt so, dann habe ich halt irgendwann gedacht, okay, also ab dem Moment, wo du Crash Bandicoot spielen musstest, habe ich halt dann Videos übersprungen. Bis dahin habe ich alle Videos geguckt, aber das war dann so, ey, ernsthaft, also ich hasse es wie die Pest, wenn die mir in einem Spiel dann so mit so einem normalen Haushaltsscheiß kommen. Also wir setzen uns jetzt hin und essen und reden über unseren Tag. Bro, halt dein Maul. Ich will, also guck mal, das ist halt der Unterschied, den ich früher bei Lara Croft oder so viel geiler fand. Weißt du, du bist reingegangen, dann standest du da und war so, es gab kein Video, dann gab es vielleicht bei 10 Sekunden so kurze Story-Plot-Twist, aber dann war so, geh einfach in eine Höhle, wie du da hingekommen bist, keine Ahnung, es ist scheißegal. Und hier wird dann echt so dieses ganze Zwischenmenschliche erzählt, dann habe ich halt 3 Videos übersprungen und auf einmal war ich jemand ganz anders zu einer ganz anderen Zeit. Ich war so, okay, shit, jetzt habe ich die Story komplett verloren. Und dann war mir es egal, dann habe ich jedes Video übersprungen, ob dem, es war mir dann zu blöd. Ach nee, aber ich fand, der 4. war schon richtig cool eigentlich, der ist schon. Der sieht halt auch grafisch geil aus und ich mag das auch, dieses Rätseln so ein bisschen, wie komme ich da jetzt rein und es ist ja gar nicht so. Es ist ja wirklich so eine Mischung aus Kämpfen, Schleichen, Klettern und Erkunden halt. Wirklich. Ja, so cool ein bisschen, ja, genau. Und darum finde ich bei dem Film, um jetzt mal die Brücke wieder zum Film zu schlagen, ja, der macht mir irgendwie Angst, weil Tom Holland ist irgendwie nicht Nathan Drake. Also mir macht der Film vor allem aus einem Grund Angst, weil ich das Gefühl habe, das wird kein Abenteuer im Sinne von Abenteuerfilm, sondern es wird so ein Jumanji-Abklatsch-mäßig. Ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich finde Nathan Drake ist ja so dieser, auch ein bisschen tollpatschig, aber so dieser, der ist halt einfach immer noch trotzdem cool irgendwie auf eine Art, finde ich, aber Tom Holland, der ist immer, der ist eigentlich nicht so der. Also mir würde das gefallen, wenn es tatsächlich in die Richtung gehen würde, die Spiele einschlägt mit sehr kreativen Klettern und Erkunden von irgendwelchen Sachen und wirklich mehr so eine Abenteuerreise wird, um irgendwelche Schätze zu borgen und zwischen und gegen Leute kämpfen. Fände ich ganz cool, aber ich habe das Gefühl, es wird halt wirklich so ein, das sieht man ja auch anhand des Trailers, finde ich schon, wenn die aus dem Flugzeug fallen und sowas. Es wird so ein BAM! Wir ballern die einfach. Das ist ja 1:1 aus dem Video, aus dem Teil mit dem Flugzeug. Ja, aber es ist halt so, ich finde, es ist so, wie du sagst, meine Erwartungen sind schon so schlecht tatsächlich, aber. Ja. Ich habe trotzdem dadurch das Gefühl, ich kann nur positiv überrascht werden. Also ich freue mich auf der einen Seite sehr, weil ich das Gefühl habe, es ist zwar ein Franchise, aber es ist mal wieder was Neues so. Obwohl also weißt du, es ist so von der Art und Weise, die Storyline. Wobei ich sagen muss, wir hatten jetzt Jungle Cruise und Jumanji, also so die Art von Film hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Wobei, wenn jetzt Uncharted noch mit The Rock wäre, dann wäre ich auf jeden Fall komplett raus. Dann würde ich sagen, okay. Aber das Ding ist halt auch, dass die, wie du schon gesagt hast, also hier mit Tom Holland und Mark Wahlberg ist der total andere, ne, der da mitspielt. Ja, ich glaube. Ja, den Mark alten, den, genau. Den, wie heißt er irgendwie sehr. Ist es ja, keine Ahnung, ich hab Uncharted ja nie. Es ist für mich halt so, es ist halt auch noch so die, man hat jetzt die No-Name-Blockbuster, also nein, nicht die No-Name, die typischen, auf ihre Rollen festgelegten Menschen. Also das ist so, da spielen wieder dieselben Charaktere, dieselbe Art von Rolle. Mir fehlt jetzt nur noch, wie heißt da hier, der Deadpool, Ryan Reynolds fehlt mir jetzt nur noch, der da drin rumläuft und so blöde Sprüche macht, als wäre er Deadpool. Also es ist halt so super einfach geskriptet und ich glaube halt sehr dumm und einfach, aber vielleicht unterhält es mich, ich weiß es halt nicht. Ja, dann warte mal ab, kommt der nicht auch bald schon irgendwie? Ja, genau, der so ist lange, jetzt oder? 2 Wochen, glaube ich, oder so, oder 3. Schon, ja. Naja. Ich meine, der ist bald da. Kann sein, vielleicht täusche ich mich auch. Aber also ich habe auf Uncharted, ich werde mir den angucken. Ich habe da auch ein bisschen Bock drauf, aber ich habe sehr große Angst, dass ich enttäuscht werde. Mhm. Aber ich genau glaube, dass wenn man diese Angst hat, enttäuscht zu werden, ist es besser. Ja. Weil man dann im besten Fall überrascht wird.
Weißt du, wenn wir eingestellt enttäuscht werden. Also das ist eigentlich immer so meine, muss ich sagen, in den letzten Jahren meine Lieblingsherangehensweise in solche Filme gewesen. Ja, sollte man vielleicht auch so machen, ja. Ja. Bei Monster da zum Beispiel hatte ich halt Bock, irgendwie geile Monster zu sehen. Und da war ich danach so, boah, war der scheiße. Warum hat mich keiner gewarnt? Hab ich dir gesagt. Naja. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, aber trotzdem, ich hätte mehr auf dich hören sollen vielleicht. Tja, macht ja Sagen wir, nie wie es jemand. ist. Keiner hört auf mich. Nee, sorry. Ja, Ich habe gesehen, hast wirklich schon The Office komplett durchgeguckt schon wieder? ja, aber ich habe ja 1 bis 6 auf DVD geguckt davor. Ach so, okay, dann war ja bloß nur der Ja. Rest. Also ich habe, genau, also The Office ist durch. The Office ist durch. Durchwachsen, wie gesagt, ab Staffel 7. Naja, aber Aber gut, die ich bin immer Le noch bei Staffel 3 jetzt. Oh, Staffel 3, 4 sind. Staffel 3 bis. Staffel 3 hat richtig gute Momente. Also da habe ich mich wirklich bepisst vor Lachen. Staffel 4 und auch 5 ist richtig stark. Also 5 ist so. Boah. Aber 7 war ja so Totalausfall für mich. Also 7 ging noch, aber 8 war dann so ui. Und 9 war ganz komisch. Aber ich muss sagen, die letzten 5 Folgen von The Office haben so gezeigt, das, was ich immer sehr gerne mag in Serien. Sehr viel Fanservice. Ah, okay. Und die letzten 3, 4 Folgen waren echt so, dass mir. Ich habe die ja abends echt durchgezogen dann noch. Es war so irgendwie 12:30, habe ich so die. Ich gucke so, ich so, oh, noch 4 Folgen. Ja, gut, hilft nichts. Und dann gehen die letzten alle so, weißt du, 30 Minuten, 40 Minuten. Ich war so, ich so, oh, Oh. was? Ja, dann war ich echt irgendwann erst super spät im Bett, so auf dem Donnerstagabend, Freitagmorgen komplett verklatscht. Aber hat sich gelohnt und die letzte Folge oder die letzten 4, 5 Folgen kam auch das. Es kam tatsächlich das ein oder andere Tränchen bei mir. Also es war so vor Freude und vor. Also die letzte Folge hat schon sehr viele schöne Momente. Okay, da bin ich gespannt. Wird doch ein bisschen dauern, aber. Aber ey, was ich hier, das wollte ich eben noch zu den Games erzählen. Sorry nochmal für den kurzen Ach so, Themenswitch. na klar. GTA 6 wurde angekündigt, jetzt ja offiziell. Meinst 7, oder? 6. GTA Ach so, 6. GTA, nicht Quanto, ich weiß, bei GT. GTA 6. Naja, das war doch schon, das ist Ja, doch, es war auch ja. klar, aber sie haben ja immer mal wieder auch dementiert. Ich war schon so, aber ich habe so Bock. Vor allem, was sie gesagt haben, ist ja, dass sie immer ihren Vorgänger übertreffen wollen. So, das ist ja das, was Das sie stimmt ja haben. nicht. Wieso? Was meinst du? Die haben jetzt zum Beispiel nach San Andreas, der fünfte, oder war der fünfte? Der fünfte ist. Der war dann Rückschritt. Nein, der fünfte ist doch größer als San Andreas. Du meinst den vierten? Meine ich den vierten? Den mit Niko Bellic, wo du den Russen spielst. Das ist der vierte. In Ach, der vierte? Eng. Ja, der vierte. Aber der vierte, ja, verstehe ich, was du meinst. Aber ich glaube, war der nicht der vierte? Ich kann die Geschichte nicht ganz kurz sagen, aber vielleicht haben sie sich das auch erst nach dem vierten auf die Fahne geschrieben. Aber sie haben jetzt halt angekündigt, sie wollen was schaffen, was größer ist als je da gewesen. Und bliblablub. Und ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Also da Ja, freue ich mich natürlich. unfassbar drauf. Vor allem, boah, GTA habe ich so gerne gespielt. Und wenn ich mir das gerade vorstelle mit PlayStation 5 Grafik, stell dir mal vor, das mit so einer Grafik wie, keine Ahnung, das beste PlayStation 5 Spiel, was du gespielt hast bis dato. Und alleine nur mal, stell dir das nur mal vor mit solcher Open-World-Situation wie halt in Public Republic oder so. Public Republic. Ist das da? Ach Riders so. Republic. Public Republic, Alter. Dieses einfach so eine richtig geile große Welt, die du komplett erkunden kannst. Oh, habe ich da Bock drauf. Boah, hab ich da Bock Mal drauf. gucken, wenn wir in 5 Jahren bestimmt erleben, wenn es rauskommt. Ja, 2030. Ich sag dir, wie es ist, 2026. Vorher wird es nicht kommen. Ach du Scheiße, gibt's ja schon PlayStation 6. Sicherlich. Ja, wir kriegen das dann. Das ist der letzte Titel für die PlayStation 5 und dann kommt, wie gesagt, die PlayStation 6. So wird es Nee. sein. So war es mit der Xbox 360 und der PS3 damals doch auch. Ja. Ja, Ja. jetzt haben wir alles bequatscht im Smalltalk, würde ich sagen. Wir gehen mal zu den heißen Themen, oder? Was sind die heißen Themen? Warte, wollte ich nicht noch irgendwas sagen? Achso, Ich habe Super 8 geguckt, endlich. wie? Du kanntest den nicht? Nee, hat man letztes Mal irgendwie in irgendeinem Podcast, hat man doch mal darüber geredet und da gesagt, dass ich den nie gesehen habe. Im Und ich Jahresrückblick oder hab's. im Podcast? Irgendwo hat man mal besprochen. Okay. Und da habe ich gesagt, dass ich den noch nie gesehen habe. Und jetzt habe ich es Ja. nachgeholt. Und? Ja, war okay, war positiv überrascht, muss ich sagen. Ich lass mich raten, deine Bewertung 4 von 5. Nee, 3 von 5. 3 von 5. So wie du jetzt auch nicht. Okay. Das sind nur noch Kinder. Ich habe den damals in seiner Erstsichtung, hat er von mir tatsächlich sogar 8 von 10 bekommen. Echt? Aber das war im Kino halt und ich fand, das wirkte im Kino auch sehr cool.
Ja, er war schon. Also er war, ich fand, wurde sehr gut unterhalten, sagen wir mal so. Ich könnte ihn mal wieder gucken. Den habe ich lange nicht gesehen. Also seit dem Kino eigentlich nicht mehr. Wann war der? 2011 oder wann war der? Der ist schon ein bisschen älter, ja. 2011, ja. Ja. Krass, also schön. Du hast, ja, ich hab bei mir gar nichts abgearbeitet auf meiner Liste an Aber ich Filmen. habe irgendwie in letzter Zeit wirklich, war ja immer so scheiß Wetter. Jetzt Sonntag oder so habe ich auch wieder, also ich habe richtig viele Filme abgearbeitet. Ich habe alle Mad Max-Filme geguckt. Geil, ja. Ich habe es ja hier diesen Malik genannt, da diesen Horrorfilm geguckt. Malignant, ja. Nach Physik, ja, dann hier Titan habe ich geguckt. Wie fandst du Titan? Der war, für mich war der ja nicht. Fand ich total Oh, scheiße. weil? Also ich mag ja Filme, die anders sind. Eigentlich sehr Ja. gerne. Aber Ja. der hat für mich irgendwie null funktioniert. Der war sehr anders, also. Aber das hat für mich irgendwie. Ich Oh weiß zwar nein. nicht mehr, was sie damit aus hier deuten wollte und so weiter. Aber für mich war das alles irgendwie, das hat null funktioniert. Oh nein, ich habe mir den Wieso? gerade gekauft. Ich wollte den gucken. Manuel ist ja auch, fand den ja auch nicht so toll. Oh nein, hört Also auf. ich Ja fand den gut, wirklich irgendwie. jetzt sind schon wieder meine Erwartungen so niedrig, dass ich ja nur positiv überrascht werden kann. Ja, ich fand den Trailer fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Ja. Als ich mir den angeguckt habe mit dem Feuerwehrmann da und alles und so, die Geschichte und so, ja, fand ich auch alt gut, aber irgendwie, Okay, ich. nee, das hat für mich Na irgendwie, gut. mag sein, das ist kameramäßig alles Schauspieler, alles gut gemacht, aber für mich hat das irgendwie, ich saß immer nur da und so, hä? Denn so Ja, ein, ich. nee. Okay, also freue ich mich ein bisschen drauf, weil vielleicht sehe ich es anders. Ja. Aber ich finde es krass, dass du es echt schaffst, Filme abzuarbeiten. Aber erzähl mal, was hast du noch durchgeguckt oder war es erst schon der Was habe ich noch Staffel? geguckt? Nee, da war natürlich noch nicht. Warte, Ja, was habe ich noch natürlich noch geguckt? nicht. Hast mehr Filme geguckt als ich die letzten 2 Monate zusammen, ey. Dann habe ich noch mal Phantom Treaty geguckt. Also der seidene Faden. Ja. Den fand ich immer noch richtig cool, den Film. Dann habe ich mal wieder Crawl geguckt. Den Krokodil. Ja. Genau. Age of Tomorrow. Ja, das habe ich gesehen in deiner Story, glaube ich. Ja. Ja, genau. Den habe ich noch geguckt. Ja, das war das letzte Mal für Sadness noch, aber da sprechen wir noch drüber. Echt? Wollten wir nicht? Doch. Und ja, das war, glaube ich. Ach nee, Das Ding ist, Spider-Man, No Way Home habe ich noch gesehen. echt, dass du das schaffst, Filme dir anzu. Also, ist Quatsch, weil wir reden über einen Filmpodcast, aber ich habe aktuell richtig so ein Dilemma. Ich komme aktuell nicht in diesen Modus, Filme zu gucken. Also, ich bin gerade voll in diesem Serienmodus. Ich musste ja The Office abarbeiten. Jetzt habe ich ja wieder mit Superstore, da bin ich jetzt in der dritten Staffel. Und jetzt habe ich gerade angefangen, Scheiße, Afterlife anzufangen bei Netflix. Und Ach so. jetzt sitze ich da und habe die nächste Serie offen. Plus eine steht ja hier auch noch in der Pipeline. Und ich will noch eine andere Krimiserie gerade anfangen. Also es ist so richtig so, ich bin so in diesem Serienfieber, weil ich da richtig Bock gerade drauf habe, mir einfach so jeden Abend was anzugucken und fertig ist. Aber auf der anderen Seite hätte ich mal wieder Bock auf einen Film. Und ich habe letztens tatsächlich vor meinem wichtigen Banktermin, den ich ja letzte Woche hatte, habe ich mir wirklich keinen Scheiß. Ich hatte um 17 Uhr den Banktermin und habe, Alter, ich kriege heute meine Nase nicht mehr in Ruhe, ne? Das nervt mich unfassbar. Ich hatte um 17 Uhr den Banktermin und habe mir wirklich eine halbe Stunde vorher noch, bevor ich losgegangen bin, Wolf of Wall Street angeguckt. Die Ah, erste, geil. weil ich so, ich muss da rein. Und ich erst so, okay, ich gehe jetzt zum Banktermin. Habe ich Koks? Nee, habe ich nicht. Ja, dann gehen wir halt ohne Koks. Aber ich bin wenigstens motiviert durch Wolf of Wall Street. Ich war richtig so, boah. Aber ich weiß nicht, ob es so viel Wirkung hatte. Aber ich hatte so Bock da drauf. Und den habe ich zum Beispiel dann angefangen und war richtig hyped, weil der Film echt gut ist. Also ich finde Wall Street wirklich Ja, großartig. ich finde auch Hab den richtig. Ich habe jetzt angefangen. hier oh, ich nicht. Nochmal mir nochmal besorgt, weil es so billig war. Ja. Einfach nochmal das Steelbook. Ah, guck an. Ja, schön. Für 2,50 Euro. Ach ja, da hätte ich auch nicht nein gesagt. Sag ich dir, wie es ist. OVP. Geile Sache. Ja, also wie gesagt, ich habe den angefangen, ich finde den richtig geil. Ich bin nach Hause weggegangen zum Banktermin, kam wieder und war so, nee, ich will jetzt nichts gucken. Also seitdem ist der ungeöffnet in meiner Netflix, sie gucken gerade Pipeline, aber ja. Naja. Apropos, kurz mal noch Serien hier. Pam and Tommy kann ich nur ans empfehlen. Ja, hast du erzählt? Ach, richtig geil. Hätte ich nicht gedacht. Disney war es, ne? Disney, also ist glaube ich von. Na, ist nicht direkt von Disney, ist glaube ich von Fox irgendwas Ja, oder aber so. Disney Plus läuft Aber ja. ist ja nun, ja. Bei Disney Plus sind jetzt die ersten drei Folgen online und kommen jetzt jeden Mittwoch eine neue Folge. Und ich muss, also ich bin ja damals so groß geworden mit Pamela Anderson eigentlich. So könnte man sagen. Also ich kenne das eigentlich so alle, die ganzen.
Ja, was da passiert ist so ungefähr, hatte ich das Schmutzigen einfach so ein Videos? bisschen. Ja, die Video kannte auch jeder, oder? Ja, das kannte auch jeder. Aber es war nie Außer, großartig. nee, aber wie war das mit meinem Arbeitskollege? Also wir haben das natürlich auf Arbeit in der Pause geguckt, natürlich. Ja, klar. Und mein Arbeitskollege so, er ist ein bisschen jünger weg und der dann so, ja, da weiß ich gar nicht, was da ist und so, wie, da gibt es ein Video. Na, da ist mal gleich Ja. gegoogelt und dann war, haben wir nochmal so geguckt und dann ich dann jetzt hier, oh, jetzt ist hier die Szene, wo er sie kennenlernt. Jetzt, ich dann schon so, jetzt leckt er sie über die Sicht. Und der so, hä? Und dann, ja, ich dann, ja, ich kenne das, Alter. Ich weiß wieder, wie diese kennengelernt Ja, haben. ja. Also die Story rund um ihn und Co. kenne ich ja auch. Es ist ein bisschen Ja. nach mir gewesen, oh, aber mein Grüße gehen raus. Ich hab ein bisschen, Grüße gehen raus an meinen Onkel, der ein sehr großer Playboy-Fan war, der auch mir die ein oder andere Ausgabe unfreiwillig mal geliehen hat. Ich habe das immer als Bastelunterlage benutzt. Die Seiten waren danach so verklebt von dem Kleber. Aber nein, die Sache ist echt so, ich habe kannte die natürlich auch und ich muss auch sagen, gerade in Scheiße, wie heißt der Film? Wo sie, Barbed Wire, in Barbed Wire fand ich die so unfassbar fucking hot, Alter. Ich war richtig so, ich so, boah, ist die geil. Und damals war die so dann irgendwann, als sie auch ihre Titten ja noch mehr gemacht hat, so, also Baywatch ist so überkrass hübsch, wie sie ist aus, so, also wie sie aussieht. Dann hat sie angefangen, sich so ein bisschen mehr unter das Messer zu legen und diese Tommy Lee-Ära, so fand ich sie dann nicht mehr ganz so attraktiv. Dann kam das Video und ich war überhyped, das zu sehen. Und ich habe das sehr, sehr spät erst gesehen und war so, das war's jetzt? Das war das krasse Sextape von damals? Weil wenn du dir überlegst, was heutzutage ja von Tapes so im Umlauf sind, da war ich Ja. schon so, Also Aber die es. einzige, was ich mir immer noch groß an diesem von dem Video erinnere, ist, wo er mit seinem Penis die Hupe drückt vom Boot. Ja, mit seinem riesen Brechteil da. Ja, ich hab den tatsächlich auf VHS besessen, originale VHS, den Porno. Aber bestellt er über Internet, so wie in dem Film. Ah, nee, der. Nee, ich hab den damals tatsächlich bei uns in so einem Filmladen gekauft, hatte den super lange bei mir rumstehen, hab den dann irgendwann leider verkauft mit all meinen Videokassetten. Den hätte ich gerne. Einfach nur, weil das so ein kleines, kultiges Teil ist. Ist nicht War also mit selten, nicht viel das wert, aber. erste, glaube ich, das erste Sextape-Video, glaube ich, so, was groß Sellout, ja, vermarktet das wurde. verkauft wurde, ja. Ja, aber das war, Ja, also aber. ich guck's mir an, ist eine Doku, ne, quasi, ne? Oder ist das Nee, es nachgespielt? ist nachgespielt, so mit hier auch hütisch. Also, die haben auch sehr gute Wahl, was die Schauspieler angeht. Also, sehen sehr original aus. Sie hat übrigens so ein Body an und dann ist das mit Computer bearbeitet, wenn sie denn nackt zu sehen ist. Dann sehen wirklich aus wie von Pamela Anderson. Ja, ist ab 18, oder? Das weiß ich gar Oder nicht. 16? Also, ihn Also siehst du auch ist ja eigentlich öfters auch egal. nackt. Ihn siehst du wird auch Ja, öfters nackt. ihn hast du sowieso, also ihn hat gefühlt jeder nackt gesehen aus den 90er Jahren, der sich mit Popkultur beschäftigt hat, gefühlt. Ja, da ist ja jetzt ein anderer Schauspieler, ist ja der Winter Soldier, spielt ihn Ja, jetzt. nein, aber ich sag nur, also ihn selber, Naja. also generell Tommy Lee hat ja auch jeder, wie gesagt, also Pamela Anderson und Tommy Lee Jones sind 90er Jahre Popgeschichte, so das ist ein, Tommy also Lee Pop. Jones? Ja, Tommy Lee Ja. Jones, der Ja. alte Sack. Ja. Oh. Aber ich wusste ja nicht, dass Pamela Anderson jetzt ja schon 6-mal verheiratet war mit insgesamt. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, Also dass er ich. wurde 4-mal und sie jetzt mittlerweile 6-mal. Und ich habe gesehen, sie hat jetzt sich im Januar sich scheiden lassen und hat wieder nur ein Jahr erhalten. Ich habe nur, was ich damals so Sachen, die ich zum Beispiel mitgekriegt habe, war diese krasse Geschichte. Oder krass, aber dass er hatte ja irgendwie. War was mit HIV nicht auch bei ihm oder irgendwie sowas? Irgendwas war da auch. Irgendwas war da. Egal, auf jeden Fall, irgendwas war mit einer Krankheit bei ihm und dass sie ja, die haben sich doch den Ring halt tätowieren lassen. Nee, Hepatitis, glaube ich, oder hat also, Oder oder B oder Hepatitis? irgendwie sowas. Irgendwas war da, Egal, auf ja. jeden Fall irgendwas, eine harte Naja. Krankheit und sie hat sich ja den Ring tätowieren lassen. Und dann war sie ja so unglücklich nach der Scheidung, weil der Ring ja nicht mehr abging, weil sie sich ja tätowieren lassen hat. So. Und das war so, meine Mutter hat mir immer gesagt, so, lass dir niemals den Ring tätowieren. Okay. Aber sie war mit Tommy Lee auch am längsten verheiratet. 3 Jahre lang, glaube ich. Ja, Wie mit aber allen irgendwie ist es. anderen. Boah, aber sie sieht auch inzwischen echt nicht mehr gesund aus. Also ich finde sie. Ja, das ist ja, fällt mir Ja, zum Mann, ist egal. ja bei den Also, meisten so. naja. Jedenfalls, super Serie, kann ich nur Sehr schön. empfehlen. Hier, Seth Rogen, wie heißt der, spielt ja auch mit? Seth Rogen, Seth ja. Rogen, ja. Seth Rogen, genau, der hat ja das Tape geklaut. Aber das Ding ist, ist schlecht für mich, weil ich habe noch eine weitere Serie jetzt. Das heißt, ich komme nie wieder zum Filme gucken. Danke. Da kommt nur jeden Mittwoch eine neue Folge, die kann man ja schaffen in der Woche. Also, Mittwoch kommt dann schon die vierte. Oh, da freue ich mich schon drauf. Okay.
Ja, jedenfalls, ja, das wollte ich mal kurz sagen. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Absolut genial. Macht sehr, die Musik auch super in der Serie. Passt perfekt alles so. Mit Tommy Lee Jones, genau. Ne, mit Tommy Lee Jones, genau. Und Catherine, wie heißt die nochmal? Catherine Zieht der Zeta, ich weiß Jones. nicht. Ja, genau. Genau. Ja, kommen wir mal zu den richtigen, wichtigen Themen. Ja. Splatter. Ja. Mord und Totschlag. Ich habe mir deine Review nicht angeguckt. Nee. Ich habe sie mit Daumen nach oben, wie es sich gehört, für einen guten Abonnenten bewertet. Aber ich habe sie mir noch nicht angeguckt, weil ich mich so ein bisschen überraschen lassen wollte, was du heute sagst. Ich bin Ja. ehrlich, wir reden jetzt über The Sadness. Ein Film, der die Welt, die Nation spaltet, so wie Ja. Impfstoffe. Spaltet der Film ja. Also Und ist ja, also Gehirne eigentlich, abgespalten. Ja, findest du nicht? also ich habe jetzt bis jetzt eigentlich immer nur, naja, so man hört immer so, dass er so gut ist, aber auch nicht schlecht. Also nicht so. Also, wir können ja mal anfangen. Wir fangen ganz langsam an. Soll ich Ja. oder willst du eine Inhaltsangabe knallen? Nochmal du, die ist ja ganz kurz bloß. Da ist ja nicht viel. Zombies, fertig. Ja, eigentlich, wobei ich muss sagen, ich frage mich wirklich, es wird immer wieder auch von seitens Cape Light wird, glaube ich, sogar von Zombies gesprochen. Ich bin der Meinung, es sind keine Zombies. Der Regisseur möchte wohl nicht, dass Zombies irgendwie genannt werden, irgendwie so. Also er mag den Vergleich nicht so, aber im Grunde, wenn man so die Fakten sieht, ja, also, wie habe ich jetzt genannt, glaube ich, in meinem Video habe ich genannt, es ist eine Weiterentwicklung von Zombies Ja, eigentlich. ich hab Das ist so gesagt, der neue. Ja. eine Rage-Version von 28 Days Later. So. Ja, ich habe so verglichen, du hattest ja zum Anfang diese lahmen Zombies, dann hattest du in World War Z hattest du ja dann schon diese Horden und ja sehr schnellen Ja, Zombies. ja, Und jetzt hast du halt auch Zombies, die halt sprechen und sagen wir mal teilweise ein bisschen denken können. ja. Ja, also Und für mich, wie gesagt, ist es ja tatsächlich ein Virus. Du wirst ja nicht infiziert, wenn du tot bist, ja. sondern du infizierst dich und dann besetzt es so ein bisschen. Es gab da letztens auch so einen Film von, wie hieß der denn nochmal? Kennst du den? Der war aus Korea. Da hast du einen Parasit und wenn du den hast, dann willst du unbedingt ins Wasser und ertrinkst im Wasser. Kennst du Nee. den? Der war echt Nee. ganz gut. Okay. Pandemic, glaube ich, hieß der. Nee. Ich weiß gerade nicht, ich muss ihn mal rausholen. Der war geil. Oder Infest. Ich suche es raus. Der war ganz cool, weil da ging es darum, der Gedanke war der, da ist ein Virus, der geht auf die Menschen haben den Virus, wenn sie den halt damit in Kontakt. Nee, es ist ein Parasit. Nehmen sie übers Wasser ein und wenn sie den haben, dann setzt er sich ins Gehirn und sagt halt zu den Menschen quasi, du brauchst mehr Wasser, weil du verdurstest gerade. Weil der eine Okay. Gehirnzelle halt blockiert. Und dann stürmen die Menschen zum Wasser, also fangen erst an ganz viel zu trinken. Und irgendwann, wenn das nicht mehr reicht, springen die halt einfach ins Wasser und ertrinken im Wasser, weil die sich quasi im Wasser vollsaufen. Und dann ist der Parasit, kommt aus dem Gehirn raus, geht ins Wasser und vermehrt sich da dann weiter, legt dann da Eier hin. Also so ganz, klingt vielleicht ganz doof, aber ist ganz klug erklärt, klingt auch nach diesen, kennst, es gibt diesen einen, so Videos auf YouTube mit diesen Parasiten, die in der Heuschrecke drin sind oder so. Ja. So ist das in der Art, so ein Parasit halt. Und geile Idee von dem Film, weil es sagt halt wirklich so, die Menschen haben auf einmal so eine Blockade im Gehirn, wissen nicht, wie was, wie war, wo und machen einfach. Und so in der Art ist es ja bei dem Film auch. Also da ist es ja so, die Menschen Ja. werden infiziert durch ein Virus, der Auslöser ist, wo die Menschen dann irgendwann in Amok-Modus verfallen. Und einfach alle Genau. moralischen Grundsätze quasi, also es ist ja, es wird nicht erklärt so richtig, aber die Menschen haben einfach keine Moral mehr und töten, morden, sind vulgär und scheißen auf alles, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, so könnte man sagen, genau. Also Und so ich ist es finde, eigentlich. genau, und dann wird halt ein Pärchen wird gefilmt, bla bla bla, die gehen halt los zu ihrer Arbeit und du siehst erst den Mann, der kriegt gerade die ganze Entwicklung davon mit, dann irgendwann ist bei ihm so ein Cut und dann siehst du die Frau, bei ihr geht die ganze Genau. Invasion los. Und am Ende kommt wieder das typische, Wege kreuzen sich. So. Naja, sie wollen sich wieder zusammenfinden. Das ist eigentlich Genau, und der Film ist ja eigentlich, genau. ja, und das ist die Story. Und das Besondere bei dem Film ist eigentlich, dass der halt seit Wochen, Monaten, also losgegangen ist, das im Oktober, September, Oktober, da hat Cape Light, Ja. also Cape Light hat den schon ein bisschen eher bekommen, so. Ich habe auch schon ein paar Tage früher gewusst, dass der Film existiert und dass der von Cape Light dann irgendwann kommen wird. Und dann gab es halt irgendwann diese Ankündigung, Cape Light bringt was raus und dann haben die halt damit beworben, dass das der krasseste Film ist. Gar nicht am Anfang so, sondern eher, ey, wir sind nicht durch die FSK gekommen.
Was ja schon eigentlich die beste Promo für einen Film ist. Und Ja. dann ging das so los, dass die ein paar Mal gesagt haben, wir probieren das, haben es dann fürs Kino geschafft, den mit einer FSK 18 rauszukriegen, aber fürs Heimkino nicht. Und dann haben die quasi ja diesen Film mal rausgelassen. Und dann ging das los, dass Cape Light vor allem, aber dann auch eben andere Leute gesagt haben, der krasseste Film ever, der ist so brutal. Und dann hatten ja auch eigentlich alle, ich sag mal, Journalisten, Redakteure, Influencer und Co., die was mit Cape Light und oder anderen Verleihern zu tun hatten, so auch ein gewisses Embargo, so ey, ihr dürft nichts sagen bis zu dem und dem Tag. So, also ihr dürft sagen, könnt ihr gerne hypen, aber keine Review, ob ihr den gut oder schlecht findet. Und es waren ja auch kaum Reviews zu finden. Bis auf 1-2, würde ich mich immer noch gerne wissen. Na egal, auch egal. Und dann kam. Aber ganz kurz sagen, der Film lief aber letztes Jahr schon auf irgendwelchen Filmfest. Der lief auf dem Filmfest Hamburg. Nee, war das Hamburg? Ist ja auch egal, auf diesem Fantasy-Filmfest lief der. Im Originalton. Ja, wenn da jemand den schon gesehen hat, dann kann ja, er eine Review machen. Ja, ich glaube aber bei den Leuten, die da Review gemacht haben, nicht. Aber, aber ja, Fun Fact übrigens dazu, ganz kurz auch für die Leute, Interesse halber, auf dem Fantasy-Filmfest dürfen Filme ungeprüft laufen, weil da gibt es wieder Sonderregelungen und ich glaube auch, oder ich meine, dass sowieso die Karten sowieso nur ab 18 verkauft werden dürfen, das heißt, es ist ein Jugendschutz garantiert. So. Und dementsprechend ist das dann alles so nicht ganz so ernst zu nehmen mit der Freigabe. Ja, aber aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Film ist dann halt, wie gesagt, jetzt rausgekommen und wurde gehypt und die Leute waren so, okay, krass. Und dann kamen unsere Reviews. Manuel, Zimmy, ich, eigentlich gefühlt jeder hat was dazu gesagt. Boys hat auch eine Review gemacht. Playzocker, genau. Und Grüße gehen übrigens an alle raus. Übrigens, liebe Grüße auch an Playzocker, der auch einen Podcast hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt unsere Folge heute hört. Ich habe für ihn gestimmt bei dem Ö3. Ich auch. So. Und ich mal sehen, ob wir irgendwann von ihm eine DM kriegen, dass er sagt, oh, danke dafür, dass ihr mich benannt habt und mich gegrüßt habt. Wahrscheinlich wird er es nie tun, weil er es nicht hört. Oder vielleicht auch doch, wir werden es nicht erfahren. Wenn er den Preis entgegennimmt. Das wäre natürlich toll. Also da muss er uns aber auch, da muss er uns aber auch hören. Ja. Ja, naja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was deine Meinung jetzt ist. Die möchte ich jetzt gerne hören. Also erstmal so vom Fach, also er ist gut gemacht auf jeden Fall. Also die Effekte sehen gut handgemacht, ist viel handgemacht, das sieht man. Fand ich sehr gut, auf jeden Fall. Also, ja, diese Kamera auch gut. Man merkt halt aber trotzdem, dass er ein geringeres Budget hatte, weil die Kamera sich halt so auf kleine Set-Pieces sozusagen konzentriert halt. Du hast halt nie groß mal die ganze Stadt oder so oder eine Horden siehst oder du siehst halt bloß mal so kleine Sets, aber das ist jetzt ja nicht so schlimm, also fand ich jetzt nicht. Geschichte her jetzt war jetzt nicht so, naja, ist jetzt nicht aufregend irgendwie, ne. Also, naja, du hast ja immer noch diese, ja, ich sag mal, ein bisschen Corona-Kritik da drin so ein bisschen, aber das sollte irgendwie, muss glaube ich in den Film drin und das merkt man auch irgendwie, finde ich. So, die Geldgeber wollten das irgendwie so haben, habe ich gelesen. Und Propaganda! Man merkte, Propaganda! Ja, das ich halt, finde, man merkt das. Das ist ein Corona-Joke. Aber man merkt das irgendwie so, dass das auch so zum Anfang mal so ein bisschen kommt, dann zwischendurch mal und zum Schluss wird es dir nochmal so erzählt. Ja. Und das ist irgendwie so, als ob so, ja, jetzt hier machen wir das jetzt mal drin. Irgendwie so, weiß ich nicht, wirkt irgendwie so ein bisschen aufgesetzt. Also, das, ja, aber wenn das halt sein musste. Ja, von den Schauspielern her auch alles super, kann man jetzt auch nicht meckern und für mich ist aber noch so ein bisschen die Gewalt, sag ich jetzt mal so, für mich wandelt er immer so ein bisschen von so einem Fansblätter und dann hat er aber irgendwie wieder so Szenen zwischen, die so, wo du immer sagst so, als ob er sich nicht entscheiden konnte, also ob er so ungefähr ein paar Szenen drin haben musste, jetzt um sozusagen gelten, ich will jetzt hier so ein paar, ja, ich will jetzt hier irgendwie diese Grenzen halt so ein bisschen rantasten. So extrem macht er den nicht, er blendet ja noch rechtzeitig weg, sage ich jetzt mal, bei manchen Szenen. Lässt er ja in deinem Kopf, sag ich mal, die Fantasie spielen. Aber wie gesagt, manche ist ja da ist halt extrem übertrieben mit dem Blut, wo dann sagst du, ja, wie gesagt, ich stehe ja so auf diesen Fansblätter, die mag ich ja, dann lass ich halt tot und dann hast du aber, wie gesagt, da so diese anderen Szenen zwischen und du sagst so, das war so ein bisschen, was mich gestört hat. Und dann hätte ich jetzt unbedingt hier dieses immer, das ist ja auch unbedingt, wie gesagt, sie wollen ja, die foltern ja, ne, dann nachher die Monster im Anführungsstrichen und aber dass sie jetzt auch noch unbedingt dann hier vergewaltigen wollen, das hat mir jetzt, weiß ich nicht, hätte auch nicht sein müssen, finde ich. Also ist so ein Punkt. Ja, also
Ob man jetzt, ich sag mal so, man vielleicht sagen wollte, ja, Männer sind halt immer so Schweine, darum machen sie das denn so. Aber ich Ja. dafür, also Also, dafür kam es aber nicht so rüber, weißt du, wie ich meine? ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich jetzt einen langen Monolog halte. Timmy, unterbrich mich gerne und stell dazu Fragen, wenn du was wissen möchtest, weil ich habe ganz, ganz viele Sachen, auf die ich eingehen möchte heute, auf Okay, diesen okay. Film, die ich halt zum Teil auch nicht in meiner Review sagen konnte, weil ich meine Review, ich hatte keinen Bock, dass die nachher wegen meiner Wortwahl oder wegen meinen Äußerungen vielleicht deswegen einen Stripe bekommen. Deswegen habe ich mich da sehr zurückgehalten und ich wollte auch nicht sofort alles spoilern, aber hier ist ja relativ, die Leute wissen ja, hier wird auch ein bisschen gespoilert. Ich muss sagen, ich fand den Film unfassbar gut, weil ich das, wie du schon gesagt hast, die ganze Atmosphäre, die rüberkommt und auch diese kleinen Pieces, die halt gezeigt werden, immer nur, also dass du ja immer nicht alles siehst, fand ich durchgehend bedrückend und super temporeich. Also es ist ja in einer Tour Tempo. Ab dem Zeitpunkt, wenn Das er ja. in dem Lokal ist und der alte Opa da vom Anfang wieder steht und auf den drauf kotzt, auf den einen, da geht das ja los und dann wird ja gefühlt in einer Minute so viel schon gezeigt, wo man denkt, krass, hier geht's gut ab. Mit Fett über den Kopf und Gesicht abziehen und so. Ja. Dann ist diese Verfolgungsjagd, die meiner Meinung nach sehr, sehr temporeich ist, auch zu ihm nach Hause, wo er dann auch im Haus nicht mehr sicher ist. Und das sind so viele Sachen, wo ich sage, ey, das sind alles Szenen, die man aus anderen Horrorfilmen dann auch kennt, also zum Beispiel, wie die Finger abgeschnitten werden und sowas. Aber in anderen Horrorfilmen ist es so, das war häufig in anderen Horrorfilmen die krasseste Szene. Und hier ist es so einfach mal nebenbei. Also ich finde zum Beispiel dieses Finger ab, wie krass schnell, doll ab und auch wie gut und explizit das gezeigt wird, ist so. Schon so in anderen Filmen eher so das Highlight gewesen. Also zum Beispiel House of Wax, blödes, das ist jetzt nicht der krasseste Horrorfilm, aber jeder bei House of Wax kennt die Szene, wie die Achillessehne durchgeschnitten wird. Jeder aus Hostel weiß, da gibt es diese einmal diese Augenszene und es gibt auch da eine Achillessehne. Aber gefühlt hat zum Beispiel Hostel auch nur drei, vier Szenen oder weißt du, es ist jeder Film hat immer nur so ein, zwei krasse Szenen und bei dem geht das halt los, in den ersten 20 Minuten kommen halt schon drei. Und dann geht das halt los, dass es ja immer expliziter wird. Und da ging es dann ja auch, am Anfang kamen ja schon die ersten Vergewaltigungsandeutungen und die vulgäre Art und Weise. Und das war für mich dann auch so ein bisschen so, okay, ist ein bisschen fehl am Platz. Aber, und das habe ich auch in meiner Review ja kurz gesagt, so bei The Purge zum Beispiel habe ich mal gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn es wirklich eine Purge geben würde, würden wahrscheinlich sehr viele Männer losziehen und wahllos Frauen vergewaltigen. Es ist ohne Strafe. So, du könntest jetzt 24 Stunden losgehen und alles wegficken, legal, ohne eine Konsequenz davon zu tragen. Ganz ehrlich, als ob nicht die Triebtäter ihre Freude hätten. So. Also es wäre ja so das gefundene Fressen. So, da, und ich denke immer so, Purge ist verhältnismäßig ruhig. Also es klingt dumm, aber Purge ist immer so, na, da fahren die halt ein bisschen rum und ballern in die Luft oder so. Aber in Wahrheit wäre das, glaube ich, halt eher ein richtig ekliges Rape-and-Revenge-Fest, so. Glaube ich. Oder beziehungsweise Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe. Aber auch egal, aber bei dem Film ist es so, ey, die sind halt wahnsinnig, die machen alles. Und das merkst du auch an der Szene, wo die dann den einen Typen auf dem Basketballplatz da ja auch gut hin. Also die gehen schon gut zur Sache. Das ist so das eine, dass ich sagen muss, so, ich fand von der ganzen Härte, die gezeigt wird, auch zwischendrin immer sehr, sehr krass von seinen Ideen. Und halt auch sehr detailliert. Also, wie sie den Typ mit dem Holzknüppel verkloppen und Co. Also, die hauen schon zu. Du siehst das, du hörst die Geräusche dazu. Es ist schon übel. Und für mich, eine der krassesten Szenen ist einfach dieser Amoklauf in dem Zug. Ich finde, der ist erstens, ist der unfassbar krass. Also, ich finde den sehr Der ist wirklich gut. bedrückend, weil der auch so lange und krass ist und einfach dieses, da sticht einer mit dem Messer auf die Leute drauf ein, die schreien und dann überwältigen sie die irgendwann. Auf einmal kommt der Nächste und der Nächste. Und dann wird der richtig hart und ab der letzte Kill ist ja quasi der, wo der in die reinhaut, in wie heißt das? Pulsschlagader am Schlagzeuger. Hals. Und dann kommt dieser Fanzblätter-Schuss nach oben. Und da war ich dann auch so, okay, warum habt ihr jetzt das gemacht? Und ich glaube tatsächlich, um dem Film dann doch nochmal ein ganz bisschen was von dieser Härte zu nehmen, weil sie sonst einfach, ich glaube tatsächlich, dass der sonst echt Probleme gekriegt hätte in vielen Ländern. Könnte ich mir vorstellen. Also ich habe das Gefühl, dass manche Szenen auch dieses, dass durch der schusselige Wachmann, der am Ende die Frauen einsperrt, aus Versehen fast, wo der dann noch einen aufs Maul kriegt und so mit seiner gebrochenen Nase, dass es auch einfach absichtlich ist, um einen gewissen Humorpart einzubauen, weil der Film einfach sonst vielleicht problematisch wäre für den Jugendschutz. Kann natürlich auch sein, ja, eine Also Erklärung, ja. es gibt ja nicht nur in Deutschland das Zensursystem oder das
also Filme, die gebannt werden. Das ist ja auch in anderen Ländern. Ja. Und ich kann mir das durchaus vorstellen. Oder halt, dass Geldgeber gesagt hat, ey, es ist uns zu hart, wir brauchen hier noch was. Das weiß ich natürlich nicht. Mir hat es den Film aber in dem Moment nicht versaut, muss ich sagen. Nö, versaut das jetzt nicht. Was mir allerdings wirklich so ein bisschen den Film halt genommen hat und was ich auch glaube oder weiß, was für die Jugendschützer in Deutschland ein Problem ist, ist sexualisierte Gewalt. Also, wenn Gewalt gezeigt wird, das eine, aber wenn es sexualisiert wird, so wie bei Hostel zum Beispiel die Badewannenszene, also diese 7 Sekunden, die aus Hostel 2 fehlen. Also, du weißt ja, da liegt sich die eine doch ins Wasser und schneidet dem Typen oder der Alten da die Kehle durch und das Blut fängt über sie rüber und sie seift sich so ein mit dem Blut. Das ist ja automatisch so eine ganz komische Kombination von Erotik und Gewalt. Und ich kann es dir nicht ganz genau erklären, warum. Das ist, hat sicherlich Jugendschutz und psychologische Gründe, warum Ja. sexualisierte Gewalt ein Problem ist in Deutschland. Aber das ist so für Jugendschützer so, oh, das können wir nicht zeigen. Und in The Sadness dann im Krankenhaus, wo am Ende da die einfach rumficken im Blut. Und auch schon relativ explizit. Also man sieht jetzt nicht Hardcore-Szenen, aber es ist schon sehr explizit, finde ich. War ich so, okay, das ist komplett fehl am Platz jetzt einfach. Also das war so komplett deplatziert. Und das ist die einzigen zwei Punkte, die mich so ein bisschen stören an dem Film. Aber ansonsten finde ich den halt, wie gesagt, wir reden von einem Horror-Schocker, also blutiger Horror-Schocker, der gesagt wird, er soll der krasseste überhaupt sein. Und dann denke ich mir so, ey Leute, was habt ihr erwartet? Also was, es ist kein Braindead. Nee, das Und ist was ist für die nicht. Leute auch der Vergleich? Natürlich ist es kein Matthäus irgendwie so. Natürlich ist Matthäus auf eine ganz andere Art und Weise bedrückend und schockierend. Aber dieser Film hat doch eigentlich alles, was man aus Horrorfilmen kennt, was krass ist, in einem Film. Er geht 90 Minuten temporeiches Ding. Finger werden abgeschnitten. Also, und auch, du siehst es, Finger werden abgeschnitten, Gesichter werden da abgezogen. Dann klatscht jemand neben dir auf den Boden. Dann wird da jemand zum Krüppel geschlagen. Diese blutige Szene im Zug ist nur pures Blut. Danach gibt es einen Regenschirm in die Augen. Dann wird im Off wohlgemerkt, aber dann wird in die Augenhöhle reingefickt. So. Ey, ich denke mir so, Ja. Leute, wollt ihr mich verarschen? Nur allein das, es wird nicht gezeigt, aber das, Leute haben auch zwischen mir gesagt, hä, wo wird denn jemand ins Auge gefickt? Ich so, seid ihr doof? Hört ihr das nicht? Der Typ sagt, der geht doch sogar hin, so, und nimmt den Ja. Kopf. So, und sie Ja. schreit. Er geht hin und wo soll er denn sonst, wenn sie schreien Ich kann, meine, wo zieht geht die der? Hose runter. So, und also ich war halt so, ich so, echt, Jungs, wollt ihr mich verarschen? Und die einzigen, das sind die einzigen zwei Szenen, die im Off sind. Die Alte wird in das Auge gebuyert und diese Kreissäge. Mit der Säge, ja, mit der Knochensäge. Genau, das sind die einzigen zwei Szenen, die im Off sind. Die einzigen. Alles andere wird gezeigt. Natürlich hast du jetzt keine, zum Beispiel weiß ich, dass Land of the Dead hatte eine krasse Horror-Blutszene, wo die so mit der Taschenlampe durch den Raum machen und alle Zombies fressen sich so aufmäßig, so. Aber ganz ehrlich, so Zombie-Gekröse Ja, das ja. mit Gedärm, Junge, das haben wir schon in Dawn of the Dead gesehen. Das, was Genau, wir hier genau. gesehen haben, sind so handgemachte, gute Effekte für diese. Das stimmt. Natürlich kannst du ja, das stimmt, die harten Szenen kannst du an der Hand abzählen. Also du wirst jetzt sagen, es gibt alle, die ich benannt habe, sind hart. Da gibt es auch so zwei, drei nebenbei, aber das sind so die harten Dinger. Ja. Aber Real Talk von der Idee und von der Brutalität, was gezeigt wird und was angedeutet wird, ist es doch Next Level. Nenn mir einen Film, und wir reden nicht vom Underground-Film, sondern nenn mir einen Film, Mainstream-Film, Mainstream auch noch mal wohlgemerkt, der im Kino lief, der das getoppt hat. Und ich schwöre dir, Nein, die gibt's einzigen nicht. Filme, die mir da maximal einfallen würden, wäre Saw 3 vielleicht, also einer der Saw-Teile, die dann auch indiziert wurden. Eventuell Hostel 2 aber auch der hat ein bisschen weniger, finde ich. Und das war es im Großen und Ganzen. Also vielleicht gibt es noch jetzt zwei, drei, die ich vergessen habe, aber selbst sowas wie Last House on the Left oder so ist nicht so explizit gewesen. I Spit on Your Grave wäre vielleicht noch, der ist ja auch schon fast Mainstream, also das Remake, aber selbst der ist, finde ich, nicht so hart wie der hier. Und ich Ja, muss nee, sagen, also hart ist auf jeden Fall, da müssen wir nicht drüber es ist, streiten, also. ja doch, weil Leute mir dann immer sagen, so, der ist nicht hart. Und ich habe auch Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, du wurdest doch von Cape Light gekauft für deine Review. Ich sage, nein, Mann, ich fand den subjektiv für einen Horrorfilm wohlgemerkt, richtig gut. Der hat doch mir alles Ja, was gegeben, was soll ich wollte. der will ein Standard sein als ein Horrorfilm, Und also. dann kommen halt Leute, das finde ich halt richtig geil, die sagen, oh, das war ja nix. Ich war voll enttäuscht. Ja, was hast du ihm gegeben? Ja, 7 bis 8. Digga, wo bist du denn dann enttäuscht? Ja, Ist doch also enttäuscht gut. war ich auf jeden Fall auch nicht. Nein.
Also von mir hat er jetzt, also wenn ich jetzt meine Wertung sage, ich habe ihm eine 3 von 5 gegeben. Kann ich nachvollziehen, voll. Also es ist Also für mich jetzt nicht. er war jetzt nicht schlecht, er war, wie gesagt, er hatte so, wie gesagt, wie hatte ich mit den, ja, wenn er für mich so die ganze Zeit mit diesem Fan Yang wäre, hätte ich noch besser gefunden. Und wie gesagt, was mich so mit dieser Sex-Sache da, das hat mich so ein bisschen, weiß ich nicht, hat der Film für mich irgendwie nicht Warst gebraucht. auf einmal geil und das war für dich Er kannte ich nicht nicht, gut. kannte ich nicht. So, Das war jetzt so und halt, dass man mit dieser Corona-Politik da drin machen musste, ja, irgendwie, das das ist, war auch muss ich so, dazu sagen, ja. okay, das habe ich außen vor gelassen tatsächlich, weil das Ja, war für kann mich man der auch außen vor Aufhänger. lassen. Es war der Aufhänger für mich für den Film, aber das stimmt schon. Es war so, man hat gemerkt, dass es so, wir nehmen halt jetzt auch die Erklärung dafür. Es war für mich eher so eine Erklärung, warum. Ja. Aber der Film ist halt auch, Mann, ganz ehrlich, der Film will keine gute Story haben. Der Film will Nee. auch keine, und die Schauspieler will er auch nicht gut haben, und die machen, finde ich, ihre Sache trotzdem gut dafür. Ja, machen sie, da Aber bin ich jetzt auch nicht ganz mehr. ehrlich, ich denke mir jetzt auch die Szene, ich finde zum Beispiel die Szene, wo er am Anfang aus dem Fenster guckt und dann steht der Alte da auf dem Dach rum und alles andere ist leise, so denke ich auch so, boah, fand ich voll cool, Ja, so. Also die die war Szenen, die sie richtig. gemacht haben, waren doch komplett atmosphärisch und also für mich zu keiner Sekunde irgendwie, dass ich gedacht habe, so finde ich doof. Aber Nee. ich kann halt verstehen, das ist das Ding. Und ich glaube, das ist das Einzige, womit sich halt auch. Da müsste man dann abbrechen, das sieht ja Cape Letter nachher, ob es ihm gefallen war oder nicht. Ob diese PR-Masche mit der krasseste Film überhaupt oder was weiß ich nicht was, ob das gut ist. Weil ich glaube, viele Horrorfans sind dann so, ja, war jetzt nicht so krass wie gedacht. Und also weißt du, ich weiß nicht, ob das eher für positive oder negative Stimmung sorgt. Ich denke mal, der hat doch, deswegen war er schon doch schon sehr in aller Munde, sag ich jetzt mal. Schon, also war, ich finde, fand schon, da hat ja jeder irgendwie berichtet und jeder wollte es irgendwie wissen. Also wollen sich auch jeder, guckt sich auch jeder wenigstens eh mal diesen Film an. Ja, stimmt schon. Also ich würd wirklich gerne mal wissen von den Leuten, die sagen, also es ist auch keinerlei Angriff jetzt gemeint, aber es würde mich wirklich mal interessieren, wenn Leute sagen, der Film war nicht krass oder ich habe schon krasseres gesehen, was dann für deren Meinung nach krasser ist. Es würde mich wirklich mal interessieren. Weil ich habe immer das Gefühl, es kommt dann auch kein Vergleich. Also wie gesagt, es kommt dann diese Safety. Matthäus wird häufig genannt, ist meiner Meinung nach eine andere Liga. Einfach von der Dings. Finde ich tatsächlich auch aus filmischer Sicht ein bisschen besser, aber da finde ich wiederum, ja. Ist halt auch kein Mainstream-Horror, aber ist ja auch egal, aber finde ich auch nicht schlecht so. Aber offiziell würden nur Untergrundsachen einfallen, so wie Rigor Sacrifice oder weiß ich nicht was, irgendein Guinea Pig, ob jetzt American Guinea Pig oder was aus Japan, so, aber Kenne ich gar nicht. hast du nie American Guinea Pig gesehen? Diese 60 Minuten Zersägorgie? Oh, kann ich dir empfehlen. Hat wirklich gute Effekte. Also ich musste tatsächlich, da muss ich echt sagen, ich habe auch beim Remake, habe ich echt gesessen, sah da so, boah, krass, dass ihr, also die Effekte sind echt übel. Da wird halt einfach nur, da werden einfach nur zwei Frauen komplett zersägt. 60 Minuten lang. Ach so. Mehr ist da eigentlich nicht. Aber es sieht halt extrem gut aus für Effekte. Also von den Effekten her. Ja, aber deswegen, also es ist für mich, ich weiß auch nicht, ich habe immer das Gefühl, dass Leute dann aber sich auch gegenseitig übertrümpfen wollen. Keiner wird sich eingestehen, also ich habe das ja auch im Video gesagt, so, ey, ganz ehrlich, der Film hat allen möglichen Grund, indiziert zu werden. Auch wenn ich das nicht gut finde, so wenn was indiziert wird, aber der hat allen möglichen Grund. Nur alleine, auch wenn du erzähl nur einem, was passiert, da sagt schon jeder, ja, der kann es auch wegindizieren, egal ob du es zeigst oder nicht. Und von der Gewalt finde ich es auch voll in Ordnung. Und man muss halt nach wie vor, ich bleib da auch bei, dafür, dass sich halt jemand hinsetzt wie Cape Letter, die ja schon auch inzwischen ein sehr eher publikumstaugliches Programm fahren, mit vielen, vielen Klassikern und Filmen, die jetzt eher so, also die haben ja lange keinen krassen Horrorfilm mehr in ihrem Programm gehabt. Eigentlich, was du sagst, stimmt Fu ja. Ganz früher hatten die halt zwei, drei hier mit Doomsday und ABC of Death und diese ganzen Dinger, da hatten sie ja zwei, drei Sachen. Aber dann kam ja lange Zeit nur noch so sehr entweder asiatisches Kino, was ein bisschen experimentierfreudiger war, oder Ja, oder sowas wie Running Man, so 80er-Jahre-Sachen. russische Filme hatten so ein paar, ja, Russische stimmt. eine Zeit, genau. Also immer so ein paar, und ein paar andere, so ein paar Independent-Deutsche und was weiß ich was, alles Mögliche. Und dann kommt aber immer Sadness um die Ecke, der in eine ganz andere Richtung geht, der wieder so hart ist. Und ich habe mir so, ey, guck mal, die haben den durchgepeitscht durch die Kino-FSK, bringen den Ja. ungekürzt im Kino. Ah, die hat noch Brawl of Cell Block 99, fällt mir gerade ein. Der war auch noch. Ach. Aber der war jetzt auch nicht so, also nicht so Der war zu brutal wie gut, aber das war jetzt jetzt. Sadness. Nee. Aber Nee, dass ist ja sie jetzt. beide halt sowohl als den als auch den anderen sagen, ey, wir bringen das mit einer Spiel JK. So viele Labels machen das nicht mehr. Das ist so verpönt.
Also deswegen, nee, feiere ich schon extrem. Ja, nee, da muss man noch zugutheißen, auf jeden Fall, dass man da den Sieg jemand hinterhängt und das. Jetzt ist mein Monolog zu Ende. Ich habe mich jetzt einmal rausgeredet. Ey, Nee, aber war gut gewesen. immer wenn ich mit dir den scheiß Podcast mache, fange ich wieder an, ich zu sagen. Das ist, weil du die Kacke so krass präsent machst. Ich schwöre dir, wenn wir beide quatschen, habe ich jedes Mal danach so ein Ick. Ich gehe auch danach gleich weg und sage, ja, ich gehe erst mal pissen oder so. Ich rede dann irgendwie gefühlt so wie so ein zugezogener Berliner, ey. So ist das. Ja. Ja, Also noch habe ich ganz nichts kurz, mehr achso, hinzuzufügen. sorry, abschließend noch ganz kurz. Ich habe dem Film in meiner Review gesagt, eigentlich würde ich dem 8 von 10 Punkte geben. Ich habe dem aber gesagt, so, wenn man das im Bock darauf hat und auch subjektiv wirklich betrachtet, kann man sogar die 9 von 10 geben. Da würde ich auch so hinterstehen, aber ich würde den tatsächlich, für mich persönlich, würde ich den mit 8 von 10 Punkten bewerten. Das wäre so meine Punktzahl, wenn mich jemand fragen würde. 9 von 10 ist halt sehr viel Fanliebe da drin. Aber für, wie gesagt, für so einen Horrorfilm, wo man sagt, ich will was Blutiges gucken, was mal so ein bisschen über die Grenze ist, so ein bisschen drüber, so ein bisschen, ne? Dann ist das genau der richtige Film und dann, glaube ich, sind da auch 9 von 10 angebracht. Aber wenn Leute sagen, ja, 4 von 10, 3 von 10, 5 von 10, habe ich tatsächlich selten gelesen oder so. Aber wenn ich das mal mitgekriegt habe, denke ich so, okay. Warum genau? Weil, wie gesagt, Budget und Co. passt alles. Also was sie da gemacht haben, Ja, ist große das Liebe. stimmt. Ja. Und ich mag den Soundtrack. Also ich fand diese Sounds, also was heißt viele, einige haben geschrieben, dass sie die super störend empfunden haben, aber ich fand die sehr atmosphärisch tatsächlich. Also, ja, eigentlich war das, also kann ich jetzt auch nichts Negatives zu sagen jetzt, also zu den Soundsmäßig. Also ist mir jetzt auch jetzt nicht irgendwie groß. Gut. Ja, kommt im April auf Mediabook, Steelbook. Krass, wie schnell das geht, ey. Ja, ist natürlich jetzt, wegen Kriegen kann man nur online bestellen, glaube ich, ja, oder unter der Ladentheke im Laden. Müller wird den haben. Cape Light Shop und ansonsten Amazon vielleicht noch versuchen, aber ganz Schon Amazon ehrlich, hat. hat den noch, ja. Aber das ist jetzt auch keine PR-Masche von uns oder so oder von mir, aber ich kann euch nur sagen, bestellt ihn lieber jetzt vor und bestellt ihn dann lieber wieder ab, wenn ihr ihn doch nicht haben wollt oder so, aber. Ich könnte mir wirklich vorstellen, also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der Film indiziert wird. Könnte passieren, ja. Also Sehr, sehr wahrscheinlich. es wurde lange nichts mehr indiziert, aber das mit dem Kopf und das im Krankenhausflur, das werden sicherlich zwei der Szenen sein. Und Tja. die Szene auf dem Spielfeld finde ich halt auch sehr krass einfach. Also die finde ich halt auch sehr, sehr doll. Ja. Auch wie dem Typen, der Arm gebrochen wird auf der Treppe. Wie lange die Ah. Kamera drauf hält. So, nein, nein, nein. Krack, einfach durch. Und du siehst komplett, wie der durchbricht. Ey, das ist einfach so. Nee, ist nicht hart. Nein, nein. Ach, Naja, verweichlichter so. Film. Nee, haben wir Thema abgeschlossen. Ey, wollen wir Cut machen oder wollen wir noch über Hype machen oder wollen wir da das nächste Mal mit kombinieren? Wir haben jetzt schon fast eine Stunde jetzt, Ja, ja. deswegen, wir können das doch gerne ins nächste Mal reinmachen. Wir haben jetzt heute mehr über Videospiele gelabert am Anfang. Ja. Dann machen wir das beim nächsten mit, genau. Aber dann müssen wir erstmal besprechen, was wir das nächste Mal besprechen an Filmen. Also, mir wurde jetzt Mad Max ein paar Mal genannt. Hast du natürlich jetzt gerade durchgeguckt? Ja, habe jetzt alle vier Teile nochmal geguckt. Folgen auch Reviews auf meinem Kanal demnächst. Das könnte man natürlich machen, wobei das natürlich dann doof ist, wenn du. Wobei, vielleicht ist es auch cool, du machst ein Video und wir machen einen Podcast. Ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast. Ja, ich warte die Videos jetzt nicht alle hintereinander. Der wird jetzt Aber mal in dem alternativ, Teil dann. also alternativ hätte ich ja Bock auf einen Film, der geil ist, wo man sagt, wir lassen uns einen Highlight-Film besprechen oder irgendwie ein Double-Feature. Ein Highlight. Ich will mal kurz gucken, wann ist denn der nächste Folge online? Wir haben jetzt, die kommt dann, die nächste. Wir könnten sehr am nächsten, aber ich weiß nicht, ob der. Nee, das schaffen wir nicht. Das ist ein bisschen knapp. Das ist ein bisschen knapp. Kommt jetzt nicht irgendwann im Kino eigentlich, was man gucken wollte? Gehst du demnächst wieder ins Kino? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Kann ich dir so nicht Ach sagen, so, auf Anhieb, um ach ehrlich so, zu ja, sein. ist natürlich. Ja, aber ein Highlight-Film, was meinst du? Was hast du denn da Schönes im Kopf? Ja, gute Frage. I don't know. Ich gucke gerade, habe gerade angefangen zu gucken, Goodfellas. Oh, guter Film. Ich habe jetzt, habe ich gestern Abend, aber da war der jetzt 2,5 Stunden oder so, da ich dann bloß, da ging er dann, war dann schon ziemlich spät, ich war ein bisschen müde und dann ging er Ja. noch eine Stunde, habe ich gesagt, ach, hebst du dir für den nächsten Tag auf. Also der ist auch, Ja. also habe ich schon ewig nicht mehr gesehen und ich muss sagen, doch, Habe ich schon ein auch sehr geiler Film. ewig nicht mehr gesehen.
Vielleicht. Ich könnte auch über Titan sprechen. Ja, da müsste ich den. Könnten wir auch. Wir könnten auch. Ah, schnell. Hast du einen geilen Klopper? Irgendwas, was. Ja, sonst machen wir, weiß ich es nicht. Interstellar. Habe ich lange nicht geguckt. Würde ich mal wieder gucken wollen. Oder. Wir Das ist der können auch Lade, noch. ist doch totaler Schrott. Findest du? Nee, ich habe den wirklich das erste Mal gesehen, hab, fand ihn da richtig scheiße. Ja. Und habe den aber, ich war den letzten Jahr mir immer wieder angeguckt. Und dann fand ich ihn eigentlich richtig Also stark. wir könnten das gucken, wir könnten Wolf of Wall Street natürlich machen, den habe ich ja gerade am gucken. Wir können aber auch sagen, Oh, der. wir könnten aber auch sagen, wir machen wirklich Mad Max, muss man jetzt einfach nur sagen. Hau was raus. Welchen Mad Max? Alle? Ja, alle. Schaffst du nicht. Klar, den vierten, also den vierten habe ich, mit Fury Road habe ich vor gar nicht so langer Zeit gesehen. Dann muss ich nur eins, zwei, drei gucken. Und das können wir noch Mad Max machen. Ja, alles klar, machen wir Mad Max. Na, siehst du, haben wir doch. So. Gut. Sehr schön. Boah, ich muss so dringend pissen, Alter. Deswegen wollte ich eigentlich nur den Podcast beenden. Ach so. Gut, dann war schön gewesen. Immer wieder. Schreibt mal Würdest du gerne noch eure sagen? Meinung zu diesem Erzählnis. Ich würde gerne mal auch wirklich auf ganz Ja. auf Plak also nicht auf plakative Ebene. So, ihr dürft mir auch gerne sagen, Efrem, du hast gar keine Ahnung, das und das war heftiger. Ich würde es wirklich nur mal gerne wissen, weil da fehlt natürlich immer, man schreibt natürlich unter den Kommentaren so ein bisschen hin und her, aber da fehlt irgendwie immer der ganze Austausch. So, aber schreibt mal gerne, was, ich habe jetzt meine Standpunkte dargelegt. Und jetzt dürft ihr mir sagen, nee, das stimmt nicht, der ist nämlich gar nicht hart oder der ist doch hart und so. Und ich würde es gerne mal von euch wissen. Und dann So könnt ihr mir sieht's bitte mal aus. noch erklären, was hilft gegen Nasenlochjucken, Alter, dieser. Ich krieg heute her. Oh, ist nicht mein Tag. In diesem Sinne, Zibi ist ein tschüssi. geiles Arschloch. Tschüss. Danke, ich weiß.